Komm ich wieder da. Jetzt muss ich mich schon wieder um andere Sachen kümmern. Zwar habe ich seit Jahren hier ein Bild an der Wand, was ich jetzt mal genauer nochmal, auch heute nochmal recherchieren möchte. Und zwar dieses hier. Dieses Gemälde. Ein wunderschönes kleines Bild aus dem 17. Jahrhundert. Es ist also um, weiß nicht, 1650, 1660 muss es gemalt worden sein. Da ist die Signatur. Mann, guck mal, jahrelang hängt das schon hier und ich habe die Signatur hab ich nicht gefunden. Aber es ist signiert. Oh, die erkennt man ja überhaupt nicht. Da ganz fein, ganz mit einem fast halben Millimeterstrich. Verso mit reichlich Provenienz, also Klebezetteln aus verschiedenen Jahrhunderten. Das hier ist der neueste natürlich. Dann hier noch einen aus dem 18. Jahrhundert und wahrscheinlich hier unten der erste, der älteste aus dem 17. 1654 steht hier. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt, denn die dargestellte Person ist auch erwähnt. Anna Maria von Schürmann galt damals wohl als Universalgelehrte oder als Multitalent. Anna Maria, wo ist sie? Schürmann. Anna Maria von Schürmann, genau. Anna Maria von Schürmann. Universalgelehrte. Der Stern von Utrecht. Sie war eine der ersten Studentinnen Europas. Das ist natürlich wieder mal ein Stück Zeitgeschichte. Und hier festgehalten, schon im ergrauten Stadium, wie man sieht, also schon recht spät vielleicht an Jahren. Wann ist sie? 1678, 1607, 1678. Haben wir doch hier auch stehen die Daten. Hier oben stehen sie. Hier steht geboren 1604, gestorben 1678 übrigens. Also es kann durchaus sein, dass diese 1607 ein Übersetzungsfehler ist. Weil dieser Zettel ist ja aus der Zeit. Geboren 1604, gestorben 1678. Also, je nachdem, woher man die Daten nimmt, ne? Und das ist tatsächlich signiert. Ich habe nie gesehen, das signiert stand immer hier hinten drauf gemalt von. Okay. Holländisch-deutsche Polyhistorikerin, Porträtistin, Kunsthandwerkerin, Linguistin, Philosophin, Theologin, Dichterin, Briefschreiberin. Als eine der gelehrtesten und vielseitig begabtesten unter den Frauen um die Zeit des 30-jährigen Krieges galt in Europa Anna Maria von Schirmann. Außer Holländisch, Deutsch, Französisch und ihrer Schriftsprache Latein sprach sie etwa 12 Sprachen. Außer diesen. Verrückt. Sie hatte überdurchschnittliche humanistische Kenntnisse und war bereits als 11-Jährige weit mehr als nur eine Dilettantin im Aquarellieren, Schnitzen, Modellieren und Sticken. Hinzu kamen noch Glasschliff, Bosierkunst, Musik, Malerei, Bildhauerei. Über 20 Gemälde und Stiche von ihr sind erhalten. Verrückt, ey. Was eine Frau. Ja, genau. Sie wurde ja noch in so eine Kabine gesteckt, weil sie die erste Frau die war, die an Vorlesungen teilnehmen durfte. Aber man durfte sie nicht sehen. Deswegen wurde sie noch in so eine Kabine gesteckt. Naja, Fakt ist, sie haben mal wieder ein absolut Stück Geschichte, was eigentlich noch nirgends bekannt ist. Und
Über den Maler lässt sich auf die Schnelle jetzt nichts finden. Aber dieses Bild ist so interessant und steckt so voll Geschichte. Die Malerin Anna-Maria von Schirmann malt eine Magd als Modell für die Wachsfiguren, die sie zu machen pflegte. Eins der schönsten und vermutlich seltensten Bilder, also an aufregendsten Bilder, die ich habe. Tja, das war mal eine kurze Vorstellung eines meiner meiner Schätze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, hier steht alles drauf. Ist verrückt. Total verrückt. Ich liebe diesen Job. Der ist so toll. Also diese, wenn man sich mit diesen alten Sachen, Antiquitäten beschäftigt, man bekommt so viel Geschichte mit. Das war die kleine Geschichte hier zu diesem Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war für den einen oder anderen interessant. Oder der ein oder andere weiß vielleicht auch etwas darüber. Ihre Magd war sie... noch. Sie Wachs angefertigt. Utrecht, geboren zu Utrecht. Ah ja, steht hier noch geboren zu Utrecht. Verrückt einfach. Verrückt ja auch aufgrund dieser ganzen Zettel hinten drauf. Einfach verrückt. Tja, mal gucken, wo das denn landen wird letztlich. Letztlich muss ich ja auch irgendwie langsam gucken, dass ich muss auch meine besseren Sachen wohl jetzt mal anbieten. Langsam. Wenn das nicht bald weiterläuft. Also das Wetter ist ja jetzt ideal geworden. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ansonsten muss ich eben doch daran gehen, muss die Sachen hier umsetzen. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir das auch ohne die Sachen schaffen. Weil so ein bisschen Familienschatz ist ja auch mal was Schönes, wenn man sowas hat. Das Bild gehört hier definitiv mit dazu. Und jetzt gibt's Essen. Dann gehe ich jetzt mal essen. Also.